Das, wo es gelingen muss, weil da Deutschlands wirtschaftliche Kraft herkommt, das ist die Fläche. Das ist nicht genau im Innenstadtbereich, sondern das ist so im Umland oder vielleicht sogar 30 Kilometer entfernt vom nächsten Bahnhof. Dort muss die Digitalisierung gelingen. Und ich glaube, dass das hier auf der TechTide sehr intensiv besprochen wird. Und darüber freue ich mich. Wir haben heute schon gute Lösungen im Bereich der Digitalisierung. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat kommen neue Lösungen hinzu. Und wir müssen jetzt aufklären. Wir müssen jetzt zeigen, was für Lösungen bieten sich für wen an. Die Digitalisierung ermöglicht uns ja sehr flexible Formen des Lebens und Arbeitens. Wir können im Homeoffice arbeiten, wir können im Coworking Space arbeiten und sind nicht mehr angewiesen auf die Firma oder eben das Büro, in dem wir bisher oft gearbeitet haben. Die gesamten technischen Systeme, in denen wir unterwegs sind, müssen deutlich einfacher und menschlicher werden. Wir sind komplexe Wesen und wollen als solche auch in Zukunft behandelt werden. Bei allen Chancen, die ich in der Digitalisierung auch sehe, müssen wir auch wissen, da gibt es Grenzen, wir müssen aufpassen und am Ende ist es wichtig, da auch ethische Grundsätze oder, wie Sascha Lobo hier gesagt hat, eine Haltung zu zeigen. Wir haben das digitalste Jahr in der deutschen Geschichte hinter uns. In dieser Zeit sind alle Menschen in Niedersachsen, in Deutschland digital kompetenter geworden. Und darauf wollen wir aufbauen. Das darf es jetzt nicht gewesen sein, sondern jetzt spürt man überall Lust, eine gewisse Sensibilisierung, eine gewisse Kompetenz. Da wollen wir aufsetzen und mit noch mehr Tempo immer digitaler werden.